Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie versuchen das ja hier im Wochentakt, eine Vizepräsidentin zu erzwingen. Und das funktioniert nicht. Sie waren ja bereits in Karlsruhe mit Ihrem Anliegen beim Bundesverfassungsgericht und möchte die, wie ich finde, ja, also ist nicht das Neue Deutschland, sondern die FAZ zitieren. Die hat zu Ihren Versuchen Folgendes gesagt: Zwar gewährt die Geschäftsordnung allen Fraktionen das Recht, im Präsidium vertreten zu sein. Wie das Verfassungsgericht nun aber klarstellte, steht dieses Recht aber unter einem gewichtigen Vorbehalt, nämlich dem der Wahl. Das haben Sie offenbar nicht mitbekommen, denn Sie sind hier angetreten, das ist Ihr gutes Recht, und Sie sind ja halt nicht gewählt worden. Darüber würde ich einfach mal nachdenken. Das ist so bei einer Wahl. Und ich als Linker, ich kann das Gefühl nachvollziehen, nicht gewählt zu werden. Also wir haben da gewisse Erfahrungen gesammelt im Laufe unserer Geschichte. Aber so ist das. Und ich kann Ihnen auch ganz deutlich sagen, Herr Brandner, ganz sicher wird meine Fraktion niemals irgendeinen von Ihnen braunen Vögeln wählen. Das ist ganz sicher, können Sie ganz sicher sein. Deswegen haben wir hier nicht nur eine Geschäftsordnungsfrage, sondern wir haben eine politische Frage hier zu diskutieren und zu klären. Und ich würde mal sagen, zum Glück haben wir hier auch ein Wahlgeheimnis. Aber wenn ich sehe, wie Sie, nehmen wir mal die ehemalige Vizepräsidentin Claudia Roth oder Petra Pau, wie Sie über die reden, wie Sie mit denen hier umgehen, wäre ja mal mein Tipp, dass Sie die tendenziell eher, glaube ich, nicht geschlossen gewählt haben. Ja, das ist Ihr gutes Recht, das ist falsch, aber das werden Sie ja wohl nicht getan haben. Und genauso ist es das Recht von allen anderen, dass man von ihnen auch keinen wählt. Und dann würde ich ja mal vielleicht, also wenn man also immer wieder antritt oder nicht gewählt wird, ich kenne das aus der Geschichte, dann kann man ja darüber nachdenken, ob man vielleicht mal was ändert. Und man könnte überlegen, ey, vielleicht liegt das ja an mir. Vielleicht sind ja nicht alle anderen bekloppt, sondern ich selber. Das könnte ja sein. Das könnte ja wirklich sein. Und dann will ich Ihnen schon mal was sagen. Man darf sich ja nicht wundern, wenn man hier den ganzen Tag Nazi-Zeug erzählt, dass es erfreulicherweise so ist, dass es dafür nicht mal ansatzweise eine Mehrheit im Bundestag gibt. Und das wird auch so bleiben. Das ist hier die Sachlage, mit der wir es hier zu tun haben. Und wir werden auf keinen Fall mitmachen. Sie haben die gleichen Rechte wie alle anderen. Aber das, was Sie wollen, eine Sonderregelung, wollen Sie für sich haben, für Ihren braunen Klamauk. Und das gibt es halt nicht. Alles Gute. Vielen Dank.